Da muss der Flansch auf die Spitze und hier nochmal mit. Hallo! Hallo! Oh Gott. Hallo! Oh Gott. Ja, wer sind Hallo. Sie? Na, einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte mich gerne vorstellen. Mein Name ist Rudi Ravioli und ich bin ein weltbekannter Starkoch und auch natürlich der Erfinder des Walkavias. Okay, Moment. Direkt Auszeit. Erstens, wie kann man Walkavier finden? Zweitens, Wale sind Säugetiere. Da gibt's kein Kaviar, keine Fischeierkumpel. Wollen Sie mir sagen, dass ich lüge? Ja, ja. Ich habe nicht nur den Walkaviar erfunden, den jedermann auf der Welt mittlerweile kennen sollte. Noch nie davon gehört. Ich habe auch den Kaviar des wilden Waldwolpertingers extrahiert, als erster Koch in der Geschichte. Okay, Moment. Also Sie wollen mir erzählen, dass ein Tier, das im Wald lebt, ein Säugetier, Ihnen Kaviar gespendet hat. Verwechseln Sie das vielleicht mit Kot? Haben Sie ich vielleicht habe sehr Kot? Viele ja, Landtiere extrahiert. Ich bin Extrator des sechsten Dans. Mein Großvater, Karl Ravioli, war auch Extrator des neunten Dans. Okay, wie genau funktioniert diese Technik, wenn ich fragen darf? Woher nehmen Sie das? Ich werde Ihnen das langfristig erklären. Wir brauchen dazu erstmal die Extraktionsapparatur und diese zu bauen. Und wo wird die eingeführt? Es gibt viele Öffnungen, je nachdem welches Tier. Wale haben zum Beispiel Blaslöcher, durch die kommt man sehr gut an den Walkaviar. Kann es sein, dass Sie einfach nur Walkot gegessen haben? Ist das durchaus denkbar? Dieser ist nicht in zu großen Bällchen geformt. Hm? Es waren sehr große Bällchen, die mussten mit Booten. Ich bin der Meinung, Sie haben einfach nur Wal-AA gegessen. Um Ihnen das ein bisschen deutlicher zu machen. Sie haben Wal-AA gegessen. Viel zu gut. Es war auch sehr salzig. Es war Wal-AA. Okay. Nun, Experten und Connoisseure der Fischgesellschaft haben dies bestätigt. Walkaviar, vor allen Dingen meiner, ist durch meine spezielle Extraktionstechnik der beste. Es gibt natürlich viele Extraktoren da draußen, die vor allen Dingen... Es gibt keinen anderen. Lass uns raiden gehen. Es gibt keinen anderen. Vielleicht habe ich Glück und du bist erschossen. Ganz weit draußen im Osten, da gibt es natürlich Nachahmer, die versuchen, diesen Kaviar von Hand zu extrahieren. Warum ist der Kaviar aber so komisch stinken? Warum stinkt der Kaviar so merkwürdig? Das ist in der Fischwelt, da riecht alles ein bisschen komisch. Weil Fische können ja nicht riechen, ne? Die unter Wasser. Mhm. Ah, du bist schon echt ein schwer verwirrter Mensch. Ist das Problem. Richtig, ich weiß nicht. Hast du eigentlich deinen Behindertengrad, oder? Das nennt man auch Experten. Ich glaube, das ist die Passion. Die Passion der Ei-Extraktion verleitete mich schon als kleinen Buben dazu, jedes Tier aus der Nachbarschaft von seinen Eiern zu befreien. Also ab und zu wache ich morgens auf, mach so einen leichten inneren Schmerz laut und und dann denke ich mir, wer hat dich nur so seelisch verletzt, dass du da an diesem Punkt in deinem Leben gelandet bist? Wann bist du genau wo abgebogen? Wirklich. Stelle ich mir oft die Frage, was ist mit Kreis passiert? Was hat der in seiner Kindheit gesehen, dass er so ist, wie er ist? Komm, da stehen sie schon. Wir warten auf dich. Was ist es? Keine Ahnung. Es muss so ungefähr 10 Jahre her sein. Da lernt sich ein No, oh, oh. Da warst du noch in Behandlung, ne? Also, die hauen raus, die Jungs. Ey, die hauen richtig raus. Hast du den nicht alle getötet? Von links. Stirbt einfach nicht. Jetzt. Boah. Fiese Sau. Ein fieser Bräuler, Alter. Wow. Die haben hier so ein komisches Chemieklo. Hans McCoyler hat dich angegriffen, Alter. Die haben hier so ein Chemieklo ohne Chemie. Aber Hans McCoyler hatte nichts mehr in den Taschen. Das edle Geschlecht der McCoyles. McCoyler. Kann ich den vielleicht mit der Pistole da erwischen? Ich komme aus einer langen Dynastie von Keulern. Klaus Keuler, ey. Mein Großonkel Klaus Keuler. Hat sich damals schon auf große Keultour begeben. Angeblich hatte der noch Beute, aber ich konnte nicht looten, das ist einfach vor mir weggeblockt. Boah, fieser Flintenkampf hier. Wow, was ist das denn? Alter, Bräuli, was geht mit ihm? Junge. Da geht's ja richtig steil hier, ne? Ich hab hier unten, hier liegt noch Schrottmetall, ich glaub's vom letzten Mal noch.
Ey, die könnten durch die Wände schießen, die Schweine. Musst du aufpassen. Musst aufpassen, ey. Musst du aufpassen, die Nutsche Glitch. Bist du das? Das bin ich, ja. Aber hier ist noch einiges wahrscheinlich los, ne? Da oben ist ja noch so eine riesen Festung. Wir waren jetzt erst in Ebene 1. Ich sehe hier die Twin Titty Towers, die müssen wir erstmal. Boah, hier ist ja Zeug. Hier ist überall Zeug. Die haben richtig kräftig Loot in der Hose. Was ist das denn hier für so eine kleine, ein kleines Kabuff? Ja, man denkt ja, man hat genug Munition, ne? Aber... Ne, es geht weg wie nix. Man hat nie genug. Boah, ich hau mir gebackene Bohnen und einen Energy Drink rein, Alter. So eine Militärkiste. Waffenteile, Munition. Hier oben habe ich, glaube ich, alles gelootet. Hier oben ist nichts mehr. Aber ich höre doch noch die Melodei. Ich höre auch noch die Melodei. Bist du das da in dem großen Strandhaus jetzt da oben? Ich bin ganz oben an der Spitze. Also ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir, ne? Kann sein. Lungenfunktionsbooster. Aber hier muss ja irgendwo noch einer rumlaufen. Mindestens. Irgendwo wird einer sein. Ja, ist vielleicht irgendwie vor Schreck ins Wasser gefallen oder so. Das kann sein, dass er irgendwo im Wasser unten rumdudelt. Warum kann man Schrott nur 10er stacken? Das ist irgendwie bei so einer Ressource, die so häufig vorkommt, echt ätzend. Ja. Into the water! Ein Schminkspiegel war hier drin. Ist eben gerade mir einer hinterhergesprungen? Keine Ahnung, vielleicht läuft hier noch einer so wie von den McCoylers rum oder so. Jetzt habe ich aber friedliche Musik, du auch? Nee. Jetzt habe ich auch wieder Gewaltmusik. Glaubst du, hier ist ein McCoyler? Ich sehe keinen McCoyler mehr. Na, vielleicht, wie gesagt, unten irgendwo am Rand. Da! Wow! Ist er stark? Jetzt ist normale Frieden, Musik. Endlich ist Frieden auf der Coil-Insel. Endlich haben wir die Insel befriedet, wie es sich gehört. Ja, wir haben sie schön befriedet. Endlich auch Demokratie gebracht. Ne? Ja, so. Wie ein prünftiger Mann. Jetzt können wir beide können jetzt frei wählen hier auf der Insel. Endlich Frieden auf der Insel. Und wir können eigentlich weiter auf die nächste Insel, oder? Wie viel haben wir denn hier noch? 58%, aber hier sind halt auch wieder super viele Schränke und so, die halt Holz geben. Ja, und ich hab kaum noch Munition, ne? Ich hab ein bisschen was in den Ding gelegt. Der ist auch schon wieder voll, unser Boot. Ein bisschen was habe ich da reingelegt. Da findest du eine kleine Menge. Ja. Ja, aber 6 Stück. Glas gibt's hier noch, ne. Da müssen wir neue herstellen. Ja, müssen wir erstmal nach Hause fahren, kurz, würde ich sagen. Damit wir hier noch Zeug loswerden können. Alter, ich habe schon wieder so viel Eisen. Schrott. Das ist crazy. Guck mal, jetzt habe ich hier noch diese Batzen gelootet. 64%, ja. Muss wirklich jeden Batzen. Jeden Batzen musste abbatzen. Du musst hier reinbatzen. Das ist ein Batzspiel. Das ist ein Batzspiel, klar. Batzen und Glatzmatz, Glatzmatz. Hässlich wie die Nacht. Aber was ist das hier? Nee, da waren wir, glaube ich, schon, ne? Oder? Waren wir bei dir hier? Weiß nicht. Ja doch, da haben wir sogar 100%. Ah nee, das war der Sturmgeweihte Außenposten. Bei der waren wir nicht. Nein, wir fahren erstmal kurz heim. Ja, würde ich auch sagen. Was ist da vorne für eine Insel? Waren wir auf der schon mal? Nee, glaub nicht. Glaub ich, die Glatzmatzinsel. Wo sind wir jetzt? Die ist gar nicht auf der Karte. Jetzt. Da steht doch einer. Mutanteninsel. Haben die was? Die Schweine? Holz. Ressourcen, haben die. Eisen. Ja, Holz.
dem alten Eisenbeißer. Hans hinter der den Eisenbeißer. Twin Tower Isle. Da war auch nochmal richtig ein Riesenland. Ein Riesenland, um es zu befrieden. Wir werden alle Inseln befrieden hier. Und dann sind sie von dannen gezogen. Sie sagten, sie wollten noch mehr Land befrieden. Einer verkleidete sich als Indianer, der andere als Cowboy. Ist verboten, darf man nicht mehr. Stimmt. Nix, nix. Du mach einen Spruch über Cowboy. Ja. Du müssen weg. Du darfst nicht mehr aneignen, bis die Geschichte vergessen ist und keiner mehr dran denkt. Dann ist auch nicht mehr angeeignet. Dann ist wieder cool. Vergiss nicht, deine Rüstung zu reparieren. An der Reparaturstation. Rap. Ey, wir haben so viel Schrott. Wir haben alles, Alter. Wir haben alles. Es nimmt ja gar kein Ende mehr. Langsam ist hier sogar ziemlich viel Gummi am Start. Ich baue mal eine Schrottkiste auf die Schrottkiste. So, da kann hier noch mehr Schrott rein. Komponente. Was haben wir hier? Das da. Ich pack da in diesen großen Stapelbäuche, mache ich einfach immer Munition und kaputte Sachen rein. Ja, den großen Stapel kommt Munition und kaputte Sachen rein, ja. Das ist das. Haben wir schon richtig viel Gummi? In irgendeiner Kiste ist ordentlich Gummi auf jeden Fall. Ja, sogar so viel Gummi, dass gar kein Gummi mehr reingeht. Ja, sag ich ja. Vielleicht da auch nochmal eine kleine Holzkiste einfach draufsetzen. Müsste ja gehen, oder? Ja, du kannst immer weiter stapeln. Warum ist in der Holztruhe eine Machete? Ach, die wollte ich zerlegen. Die habe ich dann einfach da reingeschmissen, weil ich keine Ahnung hatte, wohin. Werden wir angegriffen? Boah! Was ist hier los? Alter, was sind das für Typen? Gott, ich habe hier gerade eine... Ich brauche Hilfe! Das Landvolk! Das Landvolk greift uns an! Wir sind neutral, verschwindet von unserer Insel! Wir sind neutral, klar, wir haben eure Frauen und Kinder erschossen, aber wir sind neutral! Wir haben uns als neutrales Land erklärt! Boah, die haben unsere Sachen fast kaputt gemacht. Das war eben gerade sehr kritisch, du. So, da können wir jetzt so unsortiertes Zeug noch reintun hier. Ach, wir haben so viel Zeug. Wir sind so full. Die Sortierarbeit in so einem Spiel hört aber auch nie auf. Ne, hört's auch nicht. Es ist nun mal so. Ja gut, wir vergrößern uns ja auch nicht. Wir müssen eigentlich noch die Etage einfach ein bisschen weiter ausbauen. Ja, ausbauen. Ja, klar. Das ist mir durchaus bewusst. Hier wächst auch überall so ein Dreck, der einfach auch stört, ne? Ja. Die Insel ist ja ungepflegt. Ist das Natur? Das ist verrückt. Da wächst einfach so ein Baum. Grün. Muss alles weg. Die Blume beleidigt mich. Ich fühle mich sexuell beleidigt durch die Blume. Wir können eigentlich schon wieder pennen gehen, oder? Weiß ich nicht. Können wir? Nee, 18, 13.
gehen. Ich habe keine Ahnung, wann wir uns hingelegt haben. Es ist noch nie. Kann jemand mal die Leichen bitte wegräumen? Die stören. Hm. Wolltest du nicht so ein vollrahmiges Haigulasch irgendwann mal kochen? Ja, Haigulasch. Ja, aber da brauchen wir auch noch Zitronen für und so. Wo kriegt man denn Zitronen her? Keine Ahnung, wir haben noch keine. Ich wollte auch noch Schnaps machen, Booze, Alter. Billy Boozers. Wie das geht, Billy, ja. Billy Boozers Bubschnaps. Der Bubenschnaps. Billy Boozers Bubenschmatz, Schnaps, Schnaps. Mama, kann ich auch ein bisschen Billy Boozer haben? Der macht mich immer so schön mild betrunken. So, ich bin eigentlich wieder dann ready für Upboozing. Pennen ja, ich will auch boozen, aber geht nicht. Haben wir noch Sachen im Boot eigentlich? Vielleicht. Ist das Boot schon... Oh, vielleicht ist gut. Ist ja. Nee, ich habe vieles rausgenommen. Da können doch, wenn überhaupt, so zwei, drei Sachen vieles? Dran sein. Der war voll! Das Boot! Nee, der Katamaran, Alter. Der Tretboot. Ach, das ist auch noch voll. Was ist denn da drin? Da war Kram halt. Aber jetzt komm schlafen. Ich habe nur noch so nicht. Ein bisschen Chemikalien gefunden. Es ist noch nicht Schlafenszeit. Eine Erdmannbeere. Und dann müssen wir raiden. Und irgendwann will ich eigentlich da oben so eine Art Königsschlafzimmer, hätte ich ganz gerne. Davon träume ich, vom königlichen Königsschlafzimmer. Das brauchen wir auch, das ist wichtig und richtig. Damit auch alle erkennen, dass wir hier die Harten sind. Weil das packe ich woanders rein. Guck mal, reparieren kostet nicht mal Materialien. Das ist echt praktisch. Kannst du so draufprügeln auf dein Glas? Ist repariert. Da kann man nichts sagen, ne? Da kann man nichts sagen, ne? Aber er sagt, es ist noch nicht Schlafenszeit. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir auch irgendwie erst um 22 Uhr oder sowas pennen gegangen. Ich habe keine Ahnung. Können wir jemals wieder schlafen, Vater? Oder kommen dann die Männer? Die Männer kommen so oder so bei dir. Ute hat mich an die Männer verkauft. Oh Gott. Ich hatte sehr viele Onkel. Alle rochen nach Schweiß und Massagegel. Onkel Schlaf, Schlaf. Onkel Sleepio. Ich kann nochmal meinen Helm reparieren. Reparieren geht hier drüben auch, ne? Ja. Kostet auch keine Materialien. Also falls du beschädigt bist, reparier mal deinen ganzen Schmuddel. Ich bin noch repariert. Ja, weiß ich ja nicht. Keine Energie mehr. Warum haben wir hier an der Lampe keine Energie mehr? Schlafen. Ich schlaf. Ah, guter Schlaf. Wurde besucht von meinen Onkels. Ich weiß nicht, irgendein Unbekannter hat, glaube ich, den Draht abgerissen. Irgendeiner von diesen Hasspiraten. Ja gut, wo segeln wir als nächstes hin, ist halt jetzt die Frage, ne? Die Munition brauche ich, habe keine Moon mehr. Was mache ich, wie mache ich Moon? Warte mal, ich mache... Hier. Pistole habe ich noch 12 Schuss, Schrotflinte habe ich noch 11 plus 8, 19. Also hier ist schon mal Muni. Okay. Ja, für so ein Little Raid wird es reichen, glaube ich. Und hier ist nochmal Muni, warte. Okay. Das muss reichen, oder? Für ein Raid. Big Raid, Mann! Big Raid Man, guck mal, er hat großen Raid-Lümmel in der Hose. Guck mal, ich mache gute Fahrt mit Ist Kreis am Start. Ist Kreis am Start, ich mache harte Fahrt. El Mapo Glock. Guck mal, rechts von uns ist auch was, was wir noch nicht angeblich haben, aber... Alter, das ist aber unter Wasser. Was ist das da hinten hinterm Boot? Da waren wir auch noch nicht. Waren wir da nicht? Nee. Wir waren nur bis zum Mutantenboot. Und dann hast du gesagt, wir springen ab. Ja, überschwemmtes Stadtzentrum ist dahinter. Mutantenboot haben wir nur 40%? Ja, da ist viel Holz noch, ne? Fässer und so. Was ist das da hinten? Ah, da hinten ist so eine ganze Stadt auf einer Insel, siehst du das?
Naja, das ist so eine Kleinstadt. Mit Bäumen und sowas. Sieht richtig gemütlich aus. Mit Bababusch-Bäumen. Bababusch, aber wir sind ja neutral. Ferne Insel, aber das sind Sklaventreiber. Slavers sind hier. Oh! Slug Slaves. Alter, wow! Slug from the left. Alter, hier ist richtig viel Material. Ich hoffe, du hast eine Picke. Alter, wo ist das von hier? Von da hin? Alter, von überall! Oh mein Gott! Oh mein Gott, geben die mir auf die Fresse. Sind da irgendwo noch welche? Ja. Wo? Oben. Bäm, hat er mich da weggesniped, Alter. Ich habe ein Bustier gefunden. Boah, ich brauche unbedingt Bandagen. Boah, Alter. Ich bin voll am Pleaden. Ich bin übelst... Nee, ach so, falsche Richtung. Da muss ich lang. Ich hab Bandagen in der Tasche, Alter. Die Insel ist voll mit Loot. Bist du auf der Insel? Nee, gerade nicht. Ich höre hier Schritte, aber von wem? Über mir. Feuerst du gerade? Nein! Da oben ist übelst die Party hart. Ja, aber wir müssen da am besten hoch halt, ne? Boah! Ich hab wieder einen. Noch einen. Aber die slaughtern hier ganz schön. Boah, Alter, ich hab jetzt erstmal hier eine Suppe gegessen. Oh mein Gott, uff! Alter, die mich schon wieder erwischt! Die sind richtige Taktik-Shooters! Ja, ja, das ist richtig einer. Ich muss erstmal Leben auftanken. Aber langsam dünn ich sie aus, die Schweine. Alter, wie die reinwemsen. Boah, was ist das da hinten für einer? Was hat der für eine Spezial-Shoddy? Long-Distance-Shoddy hat der. Ja, aber er war dumm und ist rückwärts auf mich zugelaufen, der hier. Kann ich mir eine Bandage zusammenbauen, schnell? Geht denn das? Ist hier irgendwo Stoffis? Ja. Ich hab Notfallsbandagen dabei. Wow, Alter. Was? Er dreht sich um und gibt mir voll den Heady. Bams, weg. Die haben auch Baumwolle hier und so. Die sind richtig krass drauf, ne? Na, aber hier oben ist noch ein Elite-Dude, ne? Just saying. Ich wollte nur mal eben kurz erwähnt haben, dass da oben ein elitärer Elite-Mann ist. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall gerade einen abgeschossen. Ja, auf jeden Fall so eine richtige Hartflinte. War das der letzte? Nee, ich hab noch Musik. Hier gibt's super viel Erz, ne? Ey, die Sklavenmänner sind gut aufgestellt. Das bist du da hinten, okay. Da war noch einer. Irgendwo schießt einer, oder bist du das gerade? Ich schieße auf den Typen da oben. Das war's, war der letzte. Boah. Holla, okay, holla, erstmal hier einen abgelaufenen Thunfisch erstmal essen. Boah, ich hasse Thunfisch, ey. Hier oben ist noch Shotgun. Ich liebe Thunfisch, ist voll geil. Nee, viele Proteine, gute Fettsäuren. Ja. Ich mag es trotzdem nicht.
Tuna ist yummy. Hier oben liegt nochmal Shotgun-Money. Nochmal Shotgun-Money ist hier drin. Und hier oben liegt hier nochmal Shotgun-Money. Und Oil. Ah, waren wir doch erfolgreich, oder nicht? Das war ein guter Raid, Alter. Guter Raid, aber die sind sauer jetzt, ne? Also klar, die werden... Spitz rumsprechen. Klar. Die werden die Runde machen, sage ich dir, wie es ist, ne? Sammeln erstmal die ganzen Fässer und Flüssigkeiten ein hier. Ja, die Folge ist durch. Wir sehen uns wieder in der nächsten raidreichen Folge. Wir erobern die Welt. Oh ja, jetzt schon vorbei, was? Ich guck auf die Uhr und denk ja, mir, was? Ja, es geht alles super schnell. Das geht alles super schnell. Flares bauen wir irgendwie auch nicht. Können wir eigentlich auch wegschmeißen, die Dinger. Wir haben so viel Zeug. So, bis zum nächsten Mal. Auf ja. Wiedersehen, bewerten, kommentieren und tschüss. Tschüss.